Ist das der neue Superpanzer der nahen Zukunft? Das US-Rüstungsunternehmen General Dynamics hat eine aktualisierte Version des Abrams-Panzers vorgestellt. Das moderne Zielerfassungssystem und ein Ladeautomat, der den Ladeschützen ersetzen soll, können Ziele selbst anvisieren und beschießen. Die Technologie des Abrams X wird von künstlicher Intelligenz gestützt und besitzt eine höhere Treffergenauigkeit. Auch ist der Panzer ein Hybrid mit Elektro- und Dieselantrieb. Das kann ein Vorteil sein, da Elektromotoren leise sind und gut beschleunigen können. Er ist außerdem leichter als sein Vorgänger, um in sumpfigem Gelände einsatzfähig zu bleiben. Die Besatzung im Panzer besteht aus nur 3 Personen. In Zukunft soll der Panzer sogar ganz ohne Mannschaft auskommen können, so der Hersteller. Der Abrams X soll eine Antwort auf Augenhöhe auch auf Russlands modernen T-14 Armata-Panzer darstellen. Der gilt als einer der modernsten Kampfpanzer der Welt. Seit Beginn des Krieges hatte es immer wieder Spekulationen darüber gegeben, ob Kreml-Chef Wladimir Putin den T-14 auch in der Ukraine einsetzt. Die Rüstungsindustrie hat sich in den letzten Jahren besonders im Hinblick auf Panzerfahrzeuge weiterentwickelt. Auch Rheinmetall aus Deutschland hat mit dem Panther einen neuen Panzer vorgestellt.